Willkommen zurück, meine Lieben, zu einer neuen Partie Victoria 2. Das ist bereits die 85. Folge, die ich hier aufnehme. Wir werden nicht allzu viel, glaube ich, machen, diese Folge. Vielleicht ein paar Truppen noch weiter bauen. Aber an und für sich geht es jetzt nur noch darum, unsere Wirtschaft weiter anzutreiben. Und vielleicht noch ein oder zwei Stücke aus Deutschland oder Italien oder dem Osmanischen Reich herausreißen. Oder eigentlich auch Russland. Na, Russland nicht. Das sind so langwierige Kriege, da muss man so viel erobern. Also ein Krieg nochmal gegen Deutschland und die Osmanen wäre schon ganz lustig. Also wie schon gesagt, die Osmanen wollen wir ja, dass sie zerfallen. Das Problem ist, die wehren sich echt gut dagegen. Sie haben zwar einen großen Teil von Griechenland schon verloren, aber bei den meisten anderen Konflikten haben sie es bis jetzt immer geschafft, noch ihr Land zu behalten. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Aber wer weiß, kommt ja vielleicht noch. Vielleicht kommt der nächste Konflikt hier. Ich meine, die letzten Konflikte waren nicht im Osmanischen Reich, sondern da hinten irgendwo, bei Afghanistan. Als ob das irgendjemanden interessiert hätte. Aber gut soll sein. Da hat irgendein Land irgendwas zurückerobert durch diesen Konflikt. Ich glaube Afghanistan von Punjab oder Afghanistan von Balutschistan oder was weiß ich. Irgend so eine absolut absurde Sache, die niemanden interessiert. Also die Osmanen haben da es geschafft, irgendwie draußen zu bleiben. Ja, ich habe, bevor wir gestartet haben, bin ich noch mal ganz kurz meine Ressourcen durchgegangen, habe ein wenig den Haushalt geändert. Ich glaube, das werde ich aber wieder ändern. Die Steuern sind zu niedrig. Ich habe nämlich meine Ausgaben für die Landeinheiten stark gesenkt, damit ich mir den letzten Panzer kaufen kann. Ich habe da nämlich einen Panzer, den ich mir nicht leisten konnte. Was ist mit euch? Sprengstoff geht noch immer nicht. Ja, tatsächlich. Oh, jetzt müsste es gehen. Oder? Wo ist das Militär? Hallo? Wir sind die Nummer 1 am Weltmarkt. Müssten wir eigentlich so viel Sprengstoff kriegen? Lang lebe Österreich-Ungarn. Sehr gut. Das ist ja arg. Muss man das auf Null setzen? Müsste eigentlich schon gehen. So, eine neue Kolonie dürfen wir zu einem Bundesstaat machen. Unterägypten, das ist ja cool, das ist ein großes Land. Mehr Bundesstaaten. Unterägypten hat 300.000 Einwohner. Wow. Und haben bereits 15% Österreicher dort. Ganz Afrika wird österreichisiert. Oder zumindest da, wo wir halt sind. So, schauen wir mal. Warte mal, es gibt noch ein Unterägypten? Unterägypten und Unterägypten? Wo ist denn das Unterägypten? Kairo? Ah. Ist da, wo früher mal die Hauptstadt war. Das könnte man eigentlich auch versuchen. Das hat fast 1 Million Einwohner. Das ist wirklich eine lohnende Provinz, wenn die österreichisch werden würde. Ja. Das dauert alles so lang. Wobei, die haben 0,24% schon. Na, Tanganyika. Da haben wir auch schon 6% Österreicher. Naja. Wo ist Tanganyika? Kigali. Warte mal, das sagt mir was. Kigali. Das ist die Hauptstadt von. Na, Ruanda. Bei Ruanda ist das also.
Naja. Schauen wir mal. So, schaffst du es jetzt, diese Pioniere zu bauen, wenn ich da auf 0% gehe? Offensichtlich nicht. Nein. Ah, heißer. Die Pioniere können wir uns nicht leisten, das gibt es ja wohl nicht, weil es keine Sprengstoffe gibt am Weltmarkt. Und damit sind wir fertig. Marine haben wir noch zwei und Handel haben wir noch ein bisschen was. Das heißt, wir werden mit der gesamten Forschung fertig werden bis zum Ende des Spiels. Machen wir Marineintegration oder moderne Marineausbildung? Machen wir Marineintegration. Ich glaube, das ist gut für die Kolonialarmeen, dass sie besser versorgt sind. Stellen wir noch einen Admiral und passt. Okay, fortschrittliche Schlachtschiffe. Unsere Schiffe werden stärker. Marinefeuerkraftdoktrine. Unsere Schiffe werden stärker. Komm schon. Ich möchte, dass du die Pioniere baust. Das gibt's ja wohl nicht. Es wird ja wohl irgendjemand Sprengstoffe herstellen auf der Welt. Gibt's das? An den 8. Olympischen Spielen teilnehmen. Natürlich nehmen wir daran teil. Wieso richten wir sie nicht aus? Ja, ein General wurde verloren. Armer General. Ja. Oh, der ist gut. Oh, in Krakau gibt es eine Revolution. 15 Zoll Hauptgeschütze. Die Großkampfschiffe werden stärker. Sehr gut. Nationalisten, vielleicht gewinnen sie Polen. Vielleicht wird Krakau am Schluss doch noch Polen. Interessant. So, wie ist das jetzt mit euch? Schafft ihr es nicht, diesen Pionier zu machen? Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe die Versorgung der Truppen schon auf 0% gesetzt. Ah, falsch. Da bin ich hier. Wir brauchen keine Sprengstoffe mehr. Hallo? Wir müssten in der Lage sein, Sprengstoffe zu kaufen. Ach, weh, ärgerlich. Eine Armee ohne Pioniere ist eine schlechte Armee. Die Pioniere helfen nämlich bei der Belagerung, dann geht's schneller. Und wir sehen, in der Welt geht's zu. Schauen wir mal. Spanien. Gut, relativ gute Beziehungen. Beziehungen verbessern zu Frankreich, mit denen wollen wir keinen Krieg mehr führen. Japan gut, Russland gut, Skandinavien gut, Italien supi. Na, dann machen wir das da auch noch besser. Ja, wollen wir nicht besser machen. So, was haben wir da? Senken von Frankreich. Wir haben in Muscat eine Schlacht geschlagen. Okay, woher kann man diese Rebellen? Sind die einfach entstanden? Japan, USA, Skandinavien.
Okay, soll sein. Noch ein General verstorben. Schade eigentlich. Yes, danke. Okay, gibt es auch irgendwelche guten Generäle? Ah, der ist zumindest nicht schlecht. Zwei neue Generäle für uns. So, was haben wir da? Ah, wir könnten noch eine soziale Reform machen. Ich glaube, das werden wir tatsächlich tun. Arbeitslosenhilfe werden wir erhöhen. Kostet zwar ein bisschen mehr Geld jetzt, aber was soll's. So, schauen wir mal. Ha, diese Pioniere sind auch gebaut. Die haben es ja doch noch geschafft. Und da gehen wir wieder rauf auf, sagen wir mal, 30%. 50% besser. Und kaufen den Weltmarkt leeren Zeug. Ja, Segler, die Deutschen bauen auch auftruppen. Oh, schon wieder ein toter General. Vielleicht sollte ich wirklich dem Spiel das machen lassen. Ah, Josef von Hartmann, das dürfte einer von den Neuen sein. Vielleicht lebt er bis zum Ende des Spiels. So, Großbritannien, Japan, Afghanistan mag uns. Ja, lang liebe Österreich, Luxor, yay. Die Tempelanlagen von Luxor sind unser. Und zwar ein Teil von Österreich-Ungarn. Ab jetzt können wir sie in einem Krieg gratis verlangen. So, unser Steuersatz ist eh relativ moderat. So, und diese Armee haben wir auch fertig. Wo setzen wir die hin? Irgendeine Grenze. Die russische Grenze vielleicht? Nö. Und da in Richtung Deutschland schicken wir die. Dann schicken wir die da her. Tuchel ist jetzt auch in der Kernprovinz, schau, schau. So, drei neue Großkampfschiffe in Auftrag gegeben. Damit wir die Flotten auch ein bisschen beschäftigen. Krakau ist kurz davor zu fallen. Schauen wir mal, was Krakau wird, nachdem sie fertig sind. Vielleicht werden sie Polen. Wenn sie Polen werden, das wäre cool. Vielleicht könnten wir sie dann ins Bündnis nehmen. Nein, werden wir sie nicht können, weil wir haben auch Kernprovinzen von Polen. Wäre zwar schön, wenn wir ihnen helfen könnten, Russland und Deutschland niederzuknüppeln, aber ich fürchte, das wird es nicht spielen. Die Osmanen versuchen uns zu bestechen mit Diplomaten. Schaut was an. Okay. 1926, nicht einmal mehr 10 Jahre Herrschaften. Wir haben es also fast geschafft. Bis zum Ende des Spiels. Und wir sind Erster in jedem Belang. Na gut. Das war jetzt nicht so schwer. Baden hat auch Aufstände, aber sie kommen selber damit klar.
Großkolumbien ist jetzt auch ein Teil von mir. Spanien. Bist du wahnsinnig? Wir weisen den Botschafter aus Frankreich aus. Das geht so schnell bei Frankreich und Spanien. Das ist unglaublich. So, vielleicht sollten wir dann aber auch Baden wieder suchen, weil wenn die nicht mehr in Spanien investieren können, investieren sie sicher in Baden. Die Franzosen. Was haben wir hier? Massenangriffe kontra Angriffsspitzen. Für Armeen, die auf Mobilität fokussiert waren, spielte die Entscheidung, wie genau die eigenen Truppen mobil sein sollten, eine große Rolle. Eine Option bestand darin, normale Infanterietruppen einzusetzen und den Feind bei Kontakt mit sicherer Masse zu überwältigen. Eine andere Option konzentrierte sich auf spezialisierte Voraustruppen, zu denen oft auch mechanisierte Einheiten gehörten, die sehr mobil waren und Schwächen in den feindlichen Linien schnell ausnutzen konnten. Tja, wir sind am Anfang des Blitzkriegs. Herrschaften. Panzer werden schneller und stärker. Ebenfalls die Infanterie und die Verteidigung von den meisten anderen steigt ebenfalls. Und sie werden nicht teurer dabei, das finde ich nett. Marineintegration, sehr gut. Machen wir einen Handel. Oder, ach was, machen wir die Marine fertig und dann machen wir bis zum Ende des Spiels nur noch das Handelszeug. Dann haben wir die auf jeden Fall best ausgebildete Armee. Zu Wasser und zu Land. Und das passt dann schon. Wir bauen Fabriken am laufenden Band. Das Problem ist, in Böhmen und in einigen anderen Staaten produziere ich die Arbeitslosen und die Arbeiter schneller, als ich Fabriken nachbaue. Schaut euch das an, wir haben 265.000 Arbeitslose in Böhmen. Und ich baue die ganze Zeit Fabriken eigentlich. Es ist immer, wenn eine Fabrik fertig wird, wird die nächste Stufe aufgebaut. Das ist irritierend. Ah, warte mal, wieso ist da keiner drinnen? Ah, deswegen sind so viele, weil wenn sie. Ach Gott. Sagt mir jemand, warum da keiner drinnen arbeitet? Ah, ich hasse die Liberalen. Können die keine Förderung geben für diese Fabrik? Deswegen sind da so viele Arbeitslose. Obwohl andererseits ist Stufe 40, das könnte auch nur 140.000. Würden noch immer 120.000 arbeitslos sein, selbst wenn die da alle drinnen arbeiten würden. Vielleicht können wir ja auch eine andere Partei einsetzen. Eine, die nicht auf Laissez-faire ausgerichtet ist, sondern zumindest Interventionismus, wenn nicht sogar Planwirtschaft hat. Und die auch pro-Militär ist. Ah, Residenz ist blöd. Pazifismus ist blöd. Ach Gott, wir wollen volle, wenn möglich, wollen wir volles Bürgerrecht. Pro Militär mindestens und zumindest Interventionismus. Ja. Das werden wir kaum finden. Ah, warte mal. Na, die sind doch laissez-faire. Mist. Es gibt keine Partei, die das kann. Österreich ist so unbrauchbar, das ist unglaublich.
Die Kommunisten sind auch pazifistisch. Ach Gott. Was heißt Staatskapitalismus? Wir dürfen Fabriken bauen, erweitern, aber auch die Kapitalisten dürfen das tun. Das wäre perfekt. Staatskapitalismus wäre perfekt. Können wir mit dem Pazifismus leben? Aber ja, die Sozialdemokraten ist ja wurscht. Ist halt das Heer schwächer. Ist doch eh egal. Ja, ich habe es befürchtet. Die Steuersätze sind dafür niedrig, eine gewisse Höhe. Gut. Diplomatie. USA mag uns, Frankreich. Verbessern wir die Beziehungen wieder. Mit denen sind wir hauptsächlich im Clinch zurzeit. Schauen wir mal. Großbritannien verbessern wir auch die Beziehungen. Bayern. In Bayern will niemand mehr was von mir. Sehr gut. Sachsen auch nicht. Baden derzeit auch nicht, aber warten wir noch. Wer weiß, die Franzosen kommen sicher auf die blöde Idee da reinzugehen. Das heißt, wir könnten uns eigentlich noch ein neues Land suchen, das wir beeinflussen. Sind die Einflusssphären? Walachei zum Beispiel. Oder Belgien. Niederlande. Grenzen wir irgendwo an die Niederlande oder an Belgien? Nö. Das ist so typisch. Warte mal, Sokoto hat keine Einflusssphäre. Wieso das nicht? Naja, die sind auch vertraut mit denen. So wichtig ist das dann auch wieder nicht. Ah, mit Holland haben wir in Netsch eine Grenze. Das ist gut. Wir könnten Holland nehmen. Versuchen zu beeinflussen. Vertraut, vertraut. Herzlich. Versuchen wir es mal. Das wäre auf jeden Fall ein Gewinn, wenn wir Holland in unsere Sphäre kriegen. Ah, schau, da hat sich Dings in Japan eingekauft in die Gegend. Jemen könnte man natürlich auch, aber sind wir uns ehrlich, das interessiert keinen Menschen. Die Italiener haben das Osmanische Reich in ihrer Einflusssphäre. Schau, schau. Gar nicht mal schlecht für die Italiener. USA, Osmanen zu uns. Ah, Bolivien. So, Südamerika ist meins. Wir brauchen diese drei nicht, obwohl wenn wir Niederlande kriegen, ist das da auch unseres. Suriname. Niederländisch Guyana. Na gut, machen wir weiter.
Ach so, warte jetzt mal. Wir haben ja das deswegen gemacht, damit wir hier. Alle subventionieren können. Wenn alle subventioniert sind, dann arbeiten die Leute dort auch, auf jeden Fall. Es kostet uns zwar Geld in Krisenzeiten, aber es sind weniger Arbeitslose auf der Straße Ostgalizien. Oh ja, diese Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Geschützrohre haben wir viel zu wenig. Sprengstoff im Übrigen auch, sind wir drauf gekommen. Das heißt, wenn wir Sprengstofffabriken haben, nur zu, baut weiter. In Sinai bauen wir. Okay. Was könnten wir dort noch bauen in Sinai? Schauen wir mal, ob wir da gleich irgendwas Sinnvolles machen können. Obst haben wir dort, Wein könnten wir zumindest bauen. Wein ist nie schlecht. So, wo haben wir denn die Arbeitslosen jetzt? Wow, 19% Arbeitslose in Böhmen. In Böhmen können wir nichts machen, da wird schon überall gebaut. Ah ja, aber die zumindest sollten jetzt wieder reingehen in die Fabrik. Und alle anderen bauen wir eh gerade aus. Gut, was haben wir dann noch für Arbeitslose? West-Siebenbürgen sind es 100. 45.000 in Ostgalizien, das sind auch recht viele. Und 100.000 in Schlesien. Puh. Ostgalizien, wollen wir da irgendwas machen? Na, da haben wir eh gerade gebaut. Und Schlesien. Mehr bauen. Ah, Schlesien hat das gleiche Problem wie Dings. Haben wir auch welche, die nicht so. Oh, da sind Dings, da ist eine Sprengstofffabrik. Wie kann die nicht profitabel sein? Wir haben einen Sprengstoffmangel auf der Welt. Gibt's ja wohl nicht. Was für ein Missmanagement. Wird alles ausgebaut, alles wird ausgebaut. So, Slowenien, bist du wahnsinnig? Die haben auch schon 8 Fabriken. Somaliland. Ja, da könnten wir auch noch eine Sprengstofffabrik bauen, vielleicht. Die machen wir auf. Okay, in Zentralungarn haben wir nicht so viele Leute, die auch offensichtlich die in Fabriken arbeiten. Da haben wir noch viele Bauern. Ägyptische Wüste passt auch. So, warte mal. Die großen haben wir jetzt, oder? Somaliland. Wieso haben wir in Somaliland 1700? Ja, vielleicht brauchen wir sogar noch eine Glasfabrik dazu. Wie heißt das? Glashütte heißt das. Na gut, soll sein. Dass wir das mit der Ernennung bis zum Schluss behalten haben, ist eine sehr kluge Idee gewesen. Und wieder ein toter General. Hello. Hey, der ist gut. Na gut, und wir sind noch immer im Plus mit 1800 und wir können die Steuern nicht einmal mehr senken wegen unserer Regierungspartei.
Flotte wird auch stärker. Die Kaiser Franz der Erste, ist das schön. Hey, Krakau sind Nationalisten an die Macht gekommen. Sind sie noch Krakau? Ja, offensichtlich. Oh, in Venezuela ist eine Revolution ausgebrochen. Ah ja, na gut, Venezuela ist mal wurscht. Vielleicht werden sie von Großkolumbien erobert jetzt. Die müssten eigentlich einen Kriegsgrund gegen sie haben. Ach Gott, in Großkolumbien gibt es auch eine Revolution. Na, bitte. Sie werden nicht akzeptieren. Ich glaube es einfach nicht. Ich packe es wirklich nicht. Na gut, ich habe nichts Besseres zu tun mit meinen Diplomaten derzeit. Diese Gegend ist der absolut letzte. Oh, Japan will, dass wir in einem Krieg mitmachen. Da lohnen haben sie. Japanisch-Punjabischer Krieg. Gegen Punjab, Bukhara und Kokand. Warum braucht ihr meine Hilfe in diesem Krieg? Das kann es ja wohl nicht sein, natürlich mache ich mit. Hat auch einen anderen Vorteil. Ich glaube, wenn ich im Krieg bin, kriege ich die Sachen besser und einfacher. Ich könnte natürlich sogar Truppen rüber schicken. Mit wem bin ich denn jetzt im Krieg da? Nein, könnte ich nicht. Ich komme dort nicht einmal hin. Russland könnte ihm helfen in dem Krieg. Mit denen gar nicht mehr verbündet, warum nicht? Sie werden nicht akzeptieren. Wir könnten Großbritannien einen Krieg erklären. Für die Helgoländer Bucht. So, Wallonien. Wollen wir wieder in unsere Einflusssphäre kriegen? Warte mal. Und auch eine Flotte ohne General, ohne Admiral. Das geht aber gar nicht. Yep. Ja, also ich hoffe, Japan schafft das auch ohne uns, diesen Krieg. Was führen die einen Krieg gegen Punjab? Worum geht's in dem Krieg, bitte? Die Weltgeltung von Punjab reduzieren? Echt jetzt? Unsere Großkampfschiffe werden stärker. Warum sollte mich das in irgendeiner Weise anfechten? Na toll. Den Krieg verlieren wir vielleicht auch noch, weil wir Afghanistan auf unserer Seite haben. Als einzigen. Ne, ich weiß nicht. Ich hoffe, Japan kommt ja doch noch irgendwann mal hin.
sollten ja wohl kein Problem haben, mit Punjab fertig zu werden. Go Afghanistan, führ für uns den Krieg. Ein Admiral ist verstorben, erneut. Ja, das wird groß. Was hat Frankreich für wahnsinnige Truppenkörper? Spinnen die? Was? Peru ist schon wieder vertraut mit den Amerikanern. So. Sinken. Was, noch zwei Kriege? Echt jetzt? Wer jetzt? Oh. Großbritannien und Belgien gegen die Wallonie. Das ist interessanter. Außerdem sehe ich gerade, wir haben 37 Minuten schon. Herrschaften, an dieser Stelle werden wir Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.